Kennen wir. Ja, ja. Das kennen wir alle schon. Was war das? Aushungern werden wir sie feststellen nicht können! Aber wer soll überhaupt verrückt genug sein, die Hexjäger belagern zu wollen? Wie war das gerade? Ja, genau, wegen einem Satz muss ich das alles nochmal neu sprechen. Es muss sein. Der Hochmeister wartet dich. Die steht da, als wäre sie aus Stein! Das sollten sie auch tun, Licht. Sie sind zur schwierige Wörter. Artuswacht bestimmt und haben Disziplin zu zeigen. Lass sie uns erschrecken! Ja, nochmal dasselbe. Ja, ich setze eine Maske auf hier, ne? Weithin erstrahlt unser Zeichen über das Land und schreckt all jene, die dem Güldenen zu trotzen wagen. Ja, ja. Der Wählte, der Ratschluss des Güldenen ist wohl mal wieder weiser als ich. Ja, klar. Ach, so viel weiß Gott nun auch wieder nicht. Na, Amporder, wachs das Spielchen, tödliche 20, der Einsatz beträgt 5 Goldmünzen. Wie sind die Regeln? Ich habe hier einen ganz typischen Drachenblatt. Die Karten haben Werte von 2 bis 10 und jeden Kartenwert gibt's 4-mal. 4, 2, 4, ja, ja, das Drachenblatt kennt nun wirklich jeder. Wie wird gespielt? Jeder von uns sind abwechselnde Karte. Wir zählen die eigenen Kartenwerte zusammen und wer die höhere Zahl hat, gewinnt. Du darfst maximal 3 Karten nehmen und achte darauf, dass sie immer unter einem Gesamtkartenwert von 20 bleibt. Sonst hast du verloren. Maximal 3 Karten und ein Gesamtwert von 20 bleiben, der höhere gewinnt. Ich hab's verstanden. Und so etwas nennt sich Abenteurer. Hä? Was? Ich glaube, was? Wieso habe ich den jetzt mitgenommen? Scheiß drauf. Hier die Karten! Ich habe eine 6. Ich habe eine 4. Nimmst du noch eine Karte? Ja! Ach, zusammen 14. Zusammen 7. Nö. Ich habe eine 6. Ich nehme noch. Oh, ich nehme noch eine. 8. Klar, gib her. Macht zusammen 15. Oh, nö. Yeah. Ach komm, ich spiele noch eine Runde. Ich frei nehme noch eine Karte. Ich habe 9. Yeah. Yeah, 18. Okay, eine Runde spielen wir noch. Freine Minute Karte ist 10, ist doch gar nichts. Ja. Nee, danke. Nicht anfassen, wir sind froh, dass das endlich hält. Gott. Das ist wahrscheinlich 3 Stunden lang, das schon. Solide Runden, aber leider nur Zielzwecken angebracht. Uah, so was hasse. Nimmst du wohl die Finger von der Truhe? Du wirst mir keinen Ordensmann bestehlen. Das ist keine böse Absicht, sondern nur ein Reflex. Ein reiner Reflex. Wenn du etwas kaufen willst, Abenteurer, dann nutze unsere Schmiede. Solange diese Gestalten in deiner Nähe sind, hä, müssen wir uns wohl nicht sorgen, sie in unseren Turm einzulassen. Der Auserwählte, du? Zweifelst du das Urteil des Lichtbringers an? Nein, Herr, nein, er ist der Auserwählte, ohne jede Frage. Ja, sieht man schon. Pfeile, Wurfmesser, schnittige Dolche und eine alte Katze zeigen an, was auf einen Angreifer herabregnen würde, der sie der Mauer nähert. Ja. Wer kämpft denn heutzutage noch mit Speer und Spießwaffen? Wir üben uns nach wie vor in der Tradition des großen Athos, auch wenn die Zeiten sich geändert. Ach so, also ein verknöcherter Grund. Kann ich die Karten mitnehmen? Bei Talma, ein ungezinktes Blatt! Das ist wirklich eine Seltenheit! Blatt ungezinkt? Könnte sich austauschen? Ich habe hier so ein eigenes dabei, ne? Altes Seil. Ein Seil? Pah! Ein Abenteuer, der das bis jetzt hält, kommt ohne diesen Vierlefanz aus! Man kann nur ein Seil gebrauchen, wenn sie zum Beispiel aufhängen will oder so. Sag bloß, ihr habt doch nie eine Halszwinge gesehen. Ja, da wird es atmen schwierig. Es gibt Leute, die sich an jedem Ort amüsieren können. Kann ich die nicht mitnehmen? Boah. Diese Fußkugel scheuert entsetzlich! Du sagst das so bestimmt! Woher willst du das denn wissen, wenn uns hier keiner angelegt hat? Nein, hier nicht!
Die Götter zum Gruße, mein Freund! Ist es nicht schön, dass man sich immer zweimal im Leben trifft? Oh. Hilft die Eisen heiß zu halten und kann an langweiligen Tagen immer wieder neu gestapelt werden. Ja, ist wie Tetris spielen, nur etwas primitiver. Mit diesen Gerätschaften lassen sich Dinge anstellen, die besser unerwähnt bleiben. Wozu benötigt man hier noch Stricke, da doch alles voller Ketten hängt? Wir gehen eben gerne auf Nummer sicher. Naja, Valtrada, du wolltest eine Antwort. Gemütlich. Ja, genau. Die Eisen haben bereits eine ordentliche Temperatur. Dann sind sie noch nicht heiß genug. Ich habe schon von gehört, ihr wurdet also freigelassen. Na, ich halte die Eisen sie als halber trotzdem warm. Falls ihr das alles als Irrtum herausstellen sollte. Netter Kerl. Von dem dummen Ding habe ich schon genug gesehen. Gehen wir. Hallo Freunde, stellt euch vor, was passiert ist. Heute hat man mich zur Abwechslung einmal anders darum gehängt. Du scheinst dein Leben recht leicht zu nehmen. Wenn den ganzen Tag hängt, wird man mit der Zeit ziemlich lässig. Nur eins ärgert mich. Die Fesseln? Hä? Aber nein. Stell dir vor, jemand nähme sie ab, dann fiel ich doch ziemlich übel auf den Kopf. Nein, nein, ich meine... Die Kulle mir nehmen wir aus den Taschen, als meine sich Kopf überhängte und irgendein Tier heißt sie sich geschnappt zu haben. Du spielst dich wirklich mit dem Gedanken, einen Verworfenen die Hand zu reichen, hm? Natürlich suchen wir die dumme Murmel für den Ärmsten. Wieder bossiges Ding, als ob es dir um Hilfe ginge. Du hoffst doch nur eine Regel übertreten zu dürfen. Ertappt, Schlaumeier. Schluss damit mit der Küken. Ein echter Abenteuer in dem Liedergelingen und wahr, die sich bietet. Punkt. Murmelsuchen für die Ungerechten? Punkt. Locker bleiben, Freunde. Du sendest wirklich fiese Schwingen aus. Ach, Freund. Hinter deiner Rundkörper an gegliedertem Metall. Habt ihr vielleicht mal eine Murmel gesehen? Für wen braucht man denn solche Fußkugeln? Ob groß, ob klein, wir kennen keine Vorteile. Wir verfolgen jeden. Genial. Nein, nein, ich bin der Nette. Der andere ist immer fies und gemein zu den Gefangenen. Das sagst du doch nur, weil ihr euch so unheimlich ehrlich seht. Der Dreizeit eignet sich besonders gut zum... Ach so, ihr wollt das gar nicht so genau wissen. Naja, das hatten wir schon. Was ist da noch? Wasser? Wassereimer? Hey, wie soll ich das Kanon jemals sauber kriegen? Gehst du nimmst trotzdem Wassereimer. Eimerräuber. Yeah. An was erinnert mich das jetzt? Ich komme nicht drauf. Seht mal, die Maus hat die Murmel im kleinen Maul. Komm her, kleiner Nager, ich tu dir auch nichts. Das wird so nichts. Lass es bleiben, Kumpel. Eine Flucht gelingt dir ja doch nicht. Ich bin bereits frei! Ach ja? Was magst du dann immer noch im Kerker? Irgendwie so Sprücheklöpfe. Klöpfe. Gehen wir weiter. Ich verspüre keine Sehnsucht nach diesem ungemütlichen Loch. Hä? Bist du das? Sei bloß, bleib bloß froh, dass uns ein Gitter trennt. Nochmal kämpfst du mir mit deiner Frechheit nicht so leicht davon. Ja, genau. Nö, wie kommt ich her? Da brauche ich noch irgendwas. Lass mich überlegen. Wir könnten mal wieder speichern. Das ist immer eine gute Idee. Irgendwann so sinnlos mitten im Spiel. Oh, sprich den Namen des Flieges scheiden und erhalte die. Oh Gott! Ich habe ihn gelesen, aber mir fällt dann immer ein. Wie komme ich hier wieder raus? Achso. Nur der Kundige wird belohnt. Arthos, war das nicht Arthos? Keine Ahnung. Ich hätte mir die Namen merken sollen. Ich versuche es einfach mal auf gut Glück. Das ist ein Let's Play, da muss man Fehler machen. Das ist alles Absicht. Nein. Das ist viel gescheiden. Ach komm, wir machen es mit Tipps. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal ewig rumzulaufen. 8 Buchstaben.
Lise. Toll, jetzt haben wir doch durch die ganze Gegend latschen. Wir sind befreit. Einmal Käse genommen. Das habe ich gehofft, ich könnte es mit den Tipps umgehen hier so, ne? Muss nicht hier so, ne? Machen. Nein, du läufst trotzdem zurück. Jeep, Jeep, kleiner Nager. Guck mal, was der Onkel da hat. Eine Maus macht doch nicht dein Jeep. Sag doch nicht Jeep. Hör mal, du Nasenweiß. Wenn ein Mann meiner Lebenserfahrung sagt, die Maus macht Jeep. Bäh. Hör auf mit dem Käse rumzuwedeln. Halt ihn in Richtung Maus. Ja, ja, die typische Angst vor dem guten Argument. Wo war ich? Ah, Jeep, Jeep, Jeep. Und schon habe ich die Murmel. Lass die Maus los oder bekommst du mit mir zu tun. Also früher traten die Angeketten noch mit mehr Respekt auf. Du hast es geschafft? Hm, hättest du dich lustig wieder einsperren zu lassen und dann noch einmal auszubrechen? Diesmal mit mir? Nein? Naja, was soll's. Es ergibt sich schon noch irgendwas. Also, jetzt kommt noch der da. Ja, egal, wir haben die Murmel. Meine Murmel! Juhu, habe ich alles, was ich zu meinem Glück benötige. Hab vielen Dank, Freunde! Ah, vielen Dank, Freunde! Endlich bin ich ein rundum glücklicher Mann! Hör auf zu reden! So in unserem Kerker zu reden! Hör auf, so in unserem Kerker zu reden! Das deprimiert! Ich glaube, das wird mir echt ankotzen, wenn er eine ganze Zeit rumhängt und dann... geht's denn da raus? Ah, da bin ich wieder hier. Gut. Jetzt muss ich wieder in die Kack-Krypta gehen, ey! Ja, es ist scheiße, wenn man eine Woche lang nicht mehr gespielt hat, ne? Und dann... Apropos, ich wollte ja noch was ausprobieren. Ich habe ja noch etwas Zeit. Also von daher... Das ist ein unglaublich spannendes Let's Play. Also für mich, nicht für euch. So wie immer halt, ne? Wo ist denn der Eingang? Ah, da. Das ist da wieder ein Gegner, das verwirrt mich. Egal, ich kann schlafen, also von daher. Oh, wie sie mich ankotzt. War ja klar, dass er einschläft oder betäubt ist oder was auch immer. Dass er halt nicht mehr kämpfen kann, ne? Aber das ist kein Problem, weil ich hab hier. Oh, jetzt ist er böse. Jetzt. Wird sie mich tödlich angreifen oder Massaker anrichten? Oder auch nicht? Ja, ja, bla bla. Yeah! Oh, ich dachte, der springt da jetzt runter oder so. Ist ja Mist. Was ist das? Es lohnt sich nochmal irgendwo hinzugeben. Ach, Spinnbein einfach nur. Also, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was unglaublich Wertvolles. Okay, wertvoll ist jetzt wieder relativ. Ah, okay. Also so fühlt sich das an. Vielen Dank für diese Erfahrung. Ich habe das Gefühl, der meint das leicht sarkastisch. Ja, 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 geht nur in den... Der vielgescheit Adalhard. Boah. Adalhard, Adalhard. Schnell speichern, damit ich es nicht vergesse. Ich könnte es auch aufschreiben. Nein, ich lade lieber wieder. Adal. Boah, wie denkt sich solche Namen überhaupt aus? Egal. Ab ins Türchen und. Super. Yeah, und ich musste mir nicht einen Tipp geben lassen. Zumindest nicht auf diesem Speicherstand. Adalhard. Wer kommt auf solche Namen? Du sprichst wahr. Steine, die sich in Luft auflösen? Ich hoffe, unsere Außenmauern enthalten keine solche Überraschungen. Das ist doch noch gar nichts! Als wir damals die Feste von Zwinkheim belagerten, löste sie mit einem... Ja, ja, früher. Was liegt da in der Nische? Da fahrt eben ohne das köstliche Wissen um eine Erfahrung zu Toron hinab, ihr Küken! Ihr 100 Goldmünzen, nee. So, jetzt hätte ich die gar nochmal. Schade. Das wäre ein schöner Bug gewesen hier.
So, habe ich jetzt langsam alles. Ach ja, den Brunnen wollte ich nochmal... Weg von dem Brunnen! Ach komm, du fängst jetzt nicht mit dem alten Vorteil der Brunnenvergifterin an, oder? Doch, fängst du! Ja, Brunnen vergiften sich wie von alleine. So, und wir gehen mal... Miam, miam, meine Eiche für das Tier. Die Helden halten 5 EP. Moment. Habe ich Eichen? Nö. Ihr habt schon gesehen, wie drei dieser Viecher eine komplette Wurfmaschine gezogen haben. Sie sind eine Zucht des Ordens. Wir sehen es gar nicht gern, wenn auch andere die Tiere nutzen. Also, wo hast du das gesehen? Wer hat die Tiere genutzt? Habt ihr Lungenkomplizen? Jungen, das war die letzte Anekdote, die ich dir jemals erzählt habe. Schade, geht nur dreimal. Oder muss ich da wirklich wieder eichen? Keine Ahnung. Ein Schätz unter den Augen, Tankmaß? Ich bin doch nicht verrückt. Was hast du den Glücklichen gehört? Die Uff. Achso, Uff. Da. Diese Geräusche, die ein Klingentalent beherrschen. Kann man es natürlich nur nutzen, wenn man mit der entsprechenden Waffe ausgerüstet ist. Was ist da Luft zum Schwatzen? Dann hebt gleich mal die doppelte Anzahl an Hiebe. Hieben. Tankmar, der uneheliche Zwillingsbruder von Dingsbums. Scheiße, jetzt fällt mir der Charakter nicht ein. Schwerdiebe, Schwerdiebe, Schwerdiebe. Ich wünschte, jemand brecht mein richtiges Klingentalent bei. Der Kampf ohne Schild ist riskant, aber... Oh, pass doch auf, wo du hinhaust. Beim nächsten Mal gerben wir den Wagen aber richtig in den Pelz. Tankmar, der uneheliche Bruder von Kiesel, sowas. Die Zeit ist schnell heran, zu der du auf alleine gestellt in die Ferne ziehst, Herr. Ich habe alles von dir gelernt, Tankmar, sei unbesorgt. Alles? Nach all den Jahren solltest du mein Wissen nicht dermaßen unterschätzen. Ich habe einen ganz brauchbaren Schwertkämpfer aus dir gemacht, der die Grundlagen beherrscht. Ach, Herr, wenn du dich doch nur so für den Kampf wie für deine Gebetsrollen erwärmt hättest, wärst du längst in der Lage, ein Kampftalent wie den Fackelwirbel zu beherrschen. Du hast das Dasein des Paladins schon immer ausgesprochen kriegerisch ausgelegt, Tankmar. Glaubst du, du kämpfst auf den anstehenden Zug nur durch fromme Gebete voran? Ach, du kämest, du kämpfst. Ich nichts lesen können, richtig, du nur wissen. Du weißt, wie überzeugend ich auf das Stockte einwirken kann. Ich finde ihn auch jetzt schon aggressiv genug. Ich spreche vom Kampf, Herr. Bist du wirklich so weit, im Dunkeln auf eigenen Faust trotzen zu können? Natürlich. Zweifelst du an mir? Du willst doch etwas, Tankmann. Frage dich selbst bei der uns aufwendigen Wahrhaftigkeit, ob deine Künste taugen. Womöglich wäre es besser, ein Kampftalent zu beherrschen. Na endlich! Lernen willst du also. Dann wollen wir sehen, ob du auch lernen kannst. Bist du hart und agil genug, die höhere Kampfkünste zu meistern? Oder ist das noch zu gefährlich? Ein Test? Natürlich! Der Unterschied zwischen einem schwertwirbelnden Krieger und einem unfreiwilligen Fleischspieß besteht darin, ob man sein Können realistisch einschätzt. Ja, ich weiß. Eben! Dann lass uns sehen, wie es uns deines bestellt ist. Bringe dich auf Vordermann und dann komme auf eine kleine Prüfung vorbei. Ich wähle inzwischen einige Schwertkämpfer aus. Klingt unglaublich interessant! Mal sehen, was du wirklich kannst, Jungchen! Vielleicht lässt sich auch nur eine Schale knapper Kram auftreiben. Oh, zu viel Deutsch. Da unten ist schon wieder Geschrei. Vermutlich das Übliche. Das heißt? Schwerter, wofür im Holz noch kämpfen, die eine ordentliche Keule zu schätzen wissen? Du musst keine Angst haben, dass sie die Entwicklung überrollt. Angst? 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 Na bitte, du hast das Motto verstanden. Jeder Krieger hat sein eigenes Waffenfach. Die Kleinen ganz oben und die Großen unten, damit niemand in Last seiner Selbstzufriedenheit verfällt. Okay, interessant. Wir speichern. Wie immer. Das Licht des Güldenen scheint auf uns herab. Erleuchtet uns auf die Gerechten und dafür die auf die Wrebler. Ja, kennen wir schon. Ach, übrigens, wart hier so 20 Speicherstände waren es, oder? 20 waren es, ne? Ne, 15 bloß. Keine Ahnung, wie komme ich auf 20? Warum nicht? Was tröst du hier rum, Krieger? Du hast die Turmwache abzulösen. Warum stehst du überhaupt auf dem Tisch? Die Fässer, die Fässer! Ah, es ist wieder passiert. Oh mein Gott. Es?
Der arme Kerl ist Opfer eines Streckling-Hexfluges geworden. Von Zeit zu Zeit suchen ihn Fässer heim, die aus dem Nichts um ihn herum erscheinen. Einmal eilte ihn der Fluch auf die Latrine. Seitdem wird der Kerl zunehmend nervös. Wie geil! Auf der Latrine? Die Fässer, schiebt sie fort, möglichst weit fort von mir her! Also gut, packt mit an. Wir schieben den Rätsel auf die andere Raumseite, ganz nah an den Schrank. Eisenschwert, oft kopierter Klassiker des Kriegsgewerbes. Finger weg von den Habseligkeiten der Ordensmänner. Zwei Kissen? Bilden wir Krieger oder weichnackige Winzler? Ein wieder ein bootskonform ungemütlich hergerichtete Lagerstadt. Okay, jetzt kommen meine epischen Schieberrätsel-Skills mal so richtig zum Vorschein. Also, wir schieben das mal ganz dann unter. Und das direkt mal auch eins hinterher und dann das hier hin und... Ah, ich hab's geknackt. Möglicherweise. Wenn alles richtig läuft, kommst du in den Schrank ohnehin gleich nicht mehr heran. Dieses Doppelstockbett steht deshalb so weit in der Ecke, weil es für alle weitere komplett unwichtig ist. Achso, okay. Das ergibt Sinn. Nichts wie raus. Yeah. Brunnenstufe 3. Ich bin's. Ich hab's drauf. Dame Warnhardt, früher war es so ein stolzer Krieger, aber seit ihn der Fassfluch quält, besteht er nur noch aus hektischem Zwinkern. Ja, vielleicht trinkt er auch einfach nur so viel Kaffee, ne? Das letzte Mal wurde unser Tor in der Trollkriegen bebrannt. Damals muss es noch ein Abenteuer gewesen sein, zur Torwache eingeteilt zu werden. Ach, ein Abenteuer gewesen, naja. Jeden Tag drängt der Vorgang die Mauern heran. Dabei wissen sie doch ohnehin, dass wir niemanden der Unrein einlassen. Ja, kann ich nicht mal runterspucken oder so, das kleine Mädchen. Hammer und Keule, das sind Waffen. Stell dir doch nur vor, wenn ein Schwertkämpfer gegen einen felsenstarrenden Erdkoloss ausrichten will. Ha! Warum kann ich dieses Mädchen da unten nicht anspucken oder den alten Penner da? Ich bin ein Ordensmann, ich soll sowas können. Was ist zweckmäßiger? Heilt man seine Wunden oder haut man mit der letzten Kraft auf den Feind, um ihn darin zu hindern, einen neuen zu schlagen? Brav, Dietger. Schärfe stets deinen Geist an der Frage, wie wir unseren Feinden ein Ende bereiten. Dietger, was? Wie kommt man auf so...